Yo, was geht aus dem Crew? Freut mich sehr, dass ihr euch wieder dazu entschlossen habt, ein Workout mit mir zu machen. Heute machen wir ein 20-minütiges Anfänger-Ganzkörper-Workout. Wir werden 20 Minuten lang unseren kompletten Körper ordentlich durchbewegen, dass wir am Ende schön müde sind, aber uns richtig, richtig gut fühlen. Das gesamte Workout wird so aussehen, dass wir jede Übung für 30 Sekunden machen und dann eine 30-sekündige Pause dranhängen und das Ganze wiederholen wir 20 Mal, ja? Und diese 30 Sekunden Pause sind dafür da, um uns einfach komplett nochmal zu erholen, um dann die nächste Übung schön auszuführen, weil das ist das Wichtigste, dass wir jede Übung schön ausführen. Es geht nicht darum, irgendwie maximale Leistungen zu erreichen, sondern wirklich sauber und ordentlich das Ganze zu machen, sodass wir unseren Körper stärken und nicht irgendwie Verletzungen uns zuziehen, ja? Deswegen unbedingt drauf achten. Und dieses Workout habe ich extra so gestaltet, dass ihr Lust an der Bewegung bekommt. Ja, wenn ihr gerade anfangt mit diesem Fitness, mit diesen Trainings, ja, dass ihr Lust darauf bekommt, dass ihr nicht sofort sagt, ah, das ist so anstrengend, das ist so blöd, ich habe keine Lust mehr. Nein, das soll richtig dafür sorgen, dass ihr Bock darauf bekommt und dass wir jede Woche hier zusammen reinhauen können. Und mit der Zeit werdet ihr merken, wie viel besser ihr euch fühlt. Und das ist doch awesome, oder? Genau, Crew. Ich starte jetzt unseren Workout-Timer und dann geht es los mit unserem Workout. Ihr könnt in der Zwischenzeit einfach mal diesen Like-Button drücken, um mir zu zeigen, hey, ich bin ready für dieses Workout. Ich bin ready, hier reinzuhauen. Und dann geht es los mit unserem Workout. Unser Workout beginnt in 3, 2, 1. Auf geht's, Crew. Wir starten erstmal mit unseren Skippings. Wollen jetzt erstmal langsam warm werden. Ja, unseren Körper hochfahren, den Puls hochfahren und ihm zeigen, hey, wir wollen jetzt gemeinsam reinhauen. Deswegen, komm Körper, Durchblutung ankurbeln, richtig schön warm werden, damit ich hier loslegen kann, ja? Genau, also Skipping einfach locker, auf der Stelle quasi Seilhüpfen. Ganz entspannt. Wunderbar. Und das war's schon von unserer ersten Übung von den Skippings. Als nächstes machen wir unsere High Knees. Das heißt, wir heben vorne einfach die Beine immer wieder an, ja? Und schauen so, dass wir dann auch jetzt nochmal unsere Beinmuskulatur schön aufwärmen, speziell unsere Hüfte schön beweglich machen für die kommenden Übungen. Und genau, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich unseren kompletten Körper vorher aufwärmen und nicht sofort irgendwelche schweren Übungen machen, ja? Genau, jetzt machen wir hier unsere High Knees einfach ganz entspannt abwechselnd, ja? Genau, so sieht es von der Seite aus. Den Bauch schön anspannen bzw. reinziehen, den wie heißt das Ding nochmal? Bauchnabel, genau. Den Bauchnabel schön quasi zur Wirbelsäule ziehen. Genau, drehe ich mich mal frontal, damit ihr das seht. Und hier einfach so hoch wie möglich. Genau. Und schön die ganze Bewegungsradius von der Hüfte zu aktivieren. Wunderbar, das waren unsere Buttkicks, unsere High Knees. Als nächstes machen wir unsere Buttkicks. Jetzt kurz nochmal, wie gesagt, kurz beruhigen oder ruhig runterkommen, dass wir dann wieder bereit sind für die nächste Übung. Und das werden unsere Buttkicks sein. Das heißt, wir werden hinten anfersen und das schön abwechseln. Okay? Genau. Und nehmt euch ruhig zwischenzeitlich auch mal was zum Trinken, damit ihr euren Körper schön immer wieder Wasser gibt, dass er das auch leisten kann, was wir von ihm fordern, ja? Und jetzt die Buttkicks immer schön langsam abwechseln. Rechts, links, rechts, links. Genau. Auch hier wieder den Bauch schön straff halten, ja, nicht irgendwie einfallen oder so, sondern schön gerade den Bauchnabel, wie gesagt, anziehen, genau, schön gerade bleiben, wunderbar, gut, sehr gut, jawohl, klasse, gut, das war's jetzt von unseren Buttkicks. Dann werden wir als nächstes unsere Jumping Jacks machen. Also, das kennt, glaube ich, jeder von uns aus der Schule damals oder vom Sport oder wo auch immer. Unsere schönen Hampelmänner. Hampelmänner schön ganz spannend einfach jetzt nochmal, um jetzt auch den Oberkörper schön aufzuwärmen. Genau, also hier vor allem der Bereich, die Schultern und auch nochmal die Beine natürlich. Und auf geht's, kommt. Genau. Und das ganz entspannt in eurem Tempo machen, ja? Genau, es muss nicht super schnell sein. Wichtig ist einfach, das Ganze sauber zu machen. Genau. Wunderbar, Crew. Gleich haben wir es geschafft.
Easy, oder? Ich hab's euch gesagt, dieses Workout soll Spaß machen. Und das wird es auch. Ihr macht es super. Genau, wunderbar. Jetzt machen wir wieder kurz Pause. Schlinken mal einen Druck. Sehr gut. Und dann geht es weiter mit unseren Bridges. Also die Brücke, wir legen uns jetzt auf den Rücken und jetzt wollen wir unseren Po aktivieren, ja? Damit er auch richtig aktiv ist und uns für die nächsten Aufgaben bzw. Übungen stützt, okay? Und dafür heben wir schön das Becken hier an. Wichtig ist hier den Po oben aktiv anspannen, damit wir nicht ins Hohlkreuz fallen und damit wir ihn wirklich auch spüren, ja? Das ist das Wichtigste. Hier oben auch lange halten, richtig schön zusammenquetschen den Po, ja, die Backen zusammenquetschen. Genau. Wunderbar, cool. Sehr schön. Genau. Das war's auch schon. Das spürt man auch hier an den Seiten, wie schön aktiv die Probacken werden, ja? Jetzt drehen wir uns einfach auf die Seite. Ich beginne mal hier. Jetzt machen wir nämlich unsere Hüftabduktionen. Legen uns hin, drücken hier unsere Hüfte gerade und dann heben wir einfach nur unser Bein an. Und das geht jetzt gleich los. Auf geht's. Und hier ist es wichtig, es ist nur eine kleine Bewegung, ja? Damit trainieren wir hier unseren kleinen bzw. mittleren Po-Muskel, Glute Medius, Glute Minimus. Wichtig ist, dass die Füße oder dass die Zehen auf dem Boden zeigen, ja? Hier mal schön gerade bleiben. Die Hüfte schön strecken und genau, richtig schön hier oben spüren. Jawohl. Puh, das brennt schon ganz schön hier. Puh. Jawohl, sehr gut. Genau. Und wie gesagt, wichtig ist bei der Übung vor allem, dass wir die Zehen nach unten, dass die Zehen nach unten zeigen, ja? Und wenn wir dann die Zehen nach oben machen, dann kommen wir vielleicht höher, ja, kommen wir so hoch, aber dann trainieren wir nicht die Muskulatur, die wir trainieren wollen, ja. Und das wäre natürlich Quatsch, ja. Deswegen ist es wichtig, die Übung schön sauber auszuführen. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und dann haben wir unseren Po schon mal schön aktiviert. Okay, auf geht's, Crew. Genau, Hüfte schön strecken. Zehen zeigen nach unten. Und es ist wirklich nur diese kleine Bewegung hier, ja. Genau. Wunderbar. Immer schön schauen, dass die Hüfte gestreckt bleibt. Und hier hinten spüren wir richtig, wie unsere Po-Muskulatur an der Seite arbeiten muss, unsere Abduktoren. Genau, klasse Crew. Wunderbar. Dann war das das für unsere Po-Aktivierung. Und als nächstes gehen wir über in unsere Air-Squats, unsere Kniebeuge. Hier ganz wichtig bei der Kniebeuge darauf achten, dass die Zehen quasi nach vorne zeigen und dass die Knie auch nach vorne zeigen. Ja? Ein häufiger Fehler ist, dass die Knie so nach innen knicken. Wenn wir so machen, das drückt sehr auf die Knie. Deswegen unbedingt darauf aufpassen, ja? Dass die Knie nach vorne zeigen. Also so, genau. Da schauen wir, dass wir so tief wie möglich kommen, ja? Alles ganz langsam. Genau, von der Seite sieht es so aus. Okay? Und immer nur schauen, so tief es geht, ja? Wir wollen hier nichts erzwingen. Das wird mit der Zeit besser, okay? Genau. Wunderbar, cool. Sehr schön. Und das war's von unseren Kniebeugen. Gut. Wieder kurz Pause. Und dann geht's weiter zu unseren Walkouts. Das heißt, wir stellen uns hier ans Ende der Matte und dann gehen wir einfach mit den Füßen, mit den Händen nach vorne, ja. Enden dann in der High-Plank-Position, halten die, dabei aufpassen, dass der Po nicht nach unten sinkt, damit wir die Spannung auf dem Bauch halten, okay? Auf geht's, Walkouts. Genau. Und Händen hier halten und wieder zurück. Hier oben nach oben und wieder nach vorne, Schritt für Schritt, halten und wieder zurück.
Und einer geht noch. Come on, auf geht's. Cool. Sehr schön, Leute, das halten. Und wieder zurück. Sehr schön. Wunderbar. Klasse. Merkt jetzt, wie der Körper schon arbeiten muss. Wir sind richtig drinnen. Sind schon gut in dem Workout drin. Gut, dann machen wir als nächstes unsere Down Dog Toe Taps. Das wird genau das ähnliche sein wie gerade eben. Wir gehen einfach in die vordere Position. Und dann wollen wir immer unsere entgegengesetzte mit der Hand die entgegengesetzte Zehen berühren, okay? Die entgegengesetzten Zehen. So, wir starten hier. Und dann mit der linken Hand zum rechten Fuß. Und andersrum. Jawohl. Sehr schön. Und das auch in eurem Tempo immer, okay? Wir wollen es jetzt nicht zack, 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 zack machen, sondern schön ordentlich. Genau. Immer schön weiteratmen. Nicht die Luft anhalten, sonst wird es schwer. Gut, haben wir das auch gepackt. Sehr schön. Und wie geht's euch? Ha? Lasst mich das in den Kommentaren dann wissen, nach dem Workout. Wir wollen uns jetzt auf das komplette Workout konzentrieren. Genau, gut. Dann machen wir jetzt als nächstes unsere Mountain Climber. Und die machen wir schön langsam, nicht zack, 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 sondern einen Schritt, dann zurück, dann nächsten Schritt. Einfach, um das schön sauber zu machen. Okay, auf geht's nach oben. Die Schultern befinden sich über den Handgelenken. Und hier, wie gesagt, einen Schritt nach hinten. Wieder zurück. Hier aufpassen, dass wir nicht zu weit nach oben gehen, nicht zu weit nach unten. Schön hier gerade den Rücken halten. Genau. Jawohl. Sehr schön, Crew. Gleich haben wir es. Wunderbar. Das waren unsere Mountain Climber. Und dann machen wir als nächstes. Jetzt kommen sie unsere Liegestützen. Ich weiß. Liegestütze ist so eine Hassübung von vielen, weil sie schwer sind. Aber hey, wir kriegen das zusammen hin, okay? Wir gehen jetzt erstmal auf unsere Knie, nicht komplett so, weil sonst wird es extrem schwer. Auf unsere Knie, dann haben wir schon mal die Hälfte vom Gewicht weg. Dann wird es uns leichter fallen, okay? Alright, Crew. Also, hier schön drauf achten, dass die Hände, dass die Ellbogen nicht nach außen zeigen, sondern nach innen, okay? Quasi so reindrehen. So, nicht so, okay? Ganz wichtig. Genau. Und den Po schön anspannen, dass wir nicht ins Hohlkreuz fallen. Brust zum Boden bringen. Genau. Okay? Sehr schön. Klasse. Ich weiß, es war schwer, aber hey, wir haben es gepackt, oder? Nächstes Mal wird es schon viel besser sein. Immer. Was wir jetzt können, ist unser aktueller Stand. Das heißt nicht, dass wir für immer so bleiben werden, sondern steigern uns. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht fertig machen, wie, oh, ich schaffe nur eine Liegestütze oder so. Das hat mein kleiner Bruder oft gesagt. Gar kein Problem, wir machen heute eine Liegestütze. Nächste Woche schaffen wir zwei, in drei Wochen drei. Und so steigern wir uns mit der Zeit, okay? Gut. Und dann machen wir jetzt unsere Rückenstrecker. Legen uns nochmal auf den Bauch. Und dann wollen wir einfach nur den Oberkörper anheben, okay? Wichtig ist hier, der Blick schaut nach oben, unten, nicht nach oben, damit wir unsere Halswirbelsäule nicht einquetschen. Also nicht den hier machen. Man macht es gerne, wenn man nach oben schauen will, aber einfach auf die Matte weiter schauen. Okay? Und wir heben hier den Rücken, soweit es geht. Wunderbar. Wenn man nicht so hoch kommt, kein Problem. Bei der Übung habe ich auch, wir haben meine Schwierigkeiten. Ich komme nicht so hoch. Aber was soll's, ich gebe mein Bestes und das ist das, was zählt, okay? Genau, gut. Das war's jetzt von unseren Rückenstreckern. Da machen wir als nächstes unsere Reverse Flies. Das heißt, wir beugen uns nach vorne und dann wollen wir einfach unsere Schultern heben, okay? Und das sorgt dafür, dass unsere hintere Schultermuskulatur hier trainiert wird. Auf geht's, nach vorne. Wichtig ist, dass man hier einen schönen geraden Rücken hat, ja? Nicht irgendwie ins Hohlkreuz fallen, nicht irgendwie einen Rundrücken machen. Schön gerade den Rücken halten. Ich werde dir schnell merken, da braucht man kein Gewicht, um da was zu spüren. Ich spüre es auch so schon.
Genau. Wunderbar. Stell dir vor, ihr seid Vögel und ihr gleitet durch die Lüfte. Gut. Oh, Wahnsinn. Ja, die Schultern sind so auch bei mir eine Schwachstelle. Deswegen muss ich sie auch immer fleißig extra nochmal zusätzlich trainieren, damit ich sie steigern kann, ja? Gut, dann machen wir als nächstes unsere Arm Circles, das heißt Schulterkreisen oder Armkreisen. Wir machen 15 Sekunden nach vorne, 15 Sekunden nach hinten. Auf geht's. So, und hier auch in eurem Tempo, ja, langsam, schön sauber die Arme strecken. Genau. Und rückwärts. Auf geht's. Bei solchen Übungen auch schön den Po anspannen, dass wir nicht ins Hohlkreuz fallen, ja? Das ist immer ganz wichtig, das niemals vergessen. Genau. Wunderbar. Gut. Haben wir das auch geschafft, unsere Schultern schön bearbeitet. Jetzt gehen wir über in den Bauchbereich, legen unser Handtuch auf den Boden und machen unsere Crunches. So. Jetzt machen wir mit den Hands-Up-Crunches. Das heißt, wir werden erstmal gleich geht's los. Unsere Arme nach oben, okay? Und hier sage ich immer gerne, stellt euch vor, hier ist etwas, was wir greifen wollen. Und schön hier aus dem Bauch raus, okay? Das ist eine ganz kleine Bewegung. Wir wollen nicht nach oben, das sind Sit-Ups und die gehen in den Hüftbeuger und wir wollen nur unseren Bauch trainieren. Das ist für diese kleine Bewegung reicht. Und ich glaube, ich spüre das auch, ja? Diese kleine Bewegung, dass die vollkommen ausreichend ist, um den Bauch schön zu stimulieren, ins Brennen zu bringen. Zum Brennen zu bringen. Jawohl. Puh. Wunderbar, Crew. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kurz erholen, einen Schluck trinken gerne wieder, ja? Immer zwischendurch. Auftanken, damit wir weiterhin Energie haben. Und dann machen wir als nächstes unsere Reverse Crunches. Gehen auf den Rückenlage. Und dann wollen wir unsere Beine immer wieder zu uns nach oben ziehen. Beziehungsweise geht es darum, das Becken zu heben. Die Bewegung von den Beinen passiert automatisch, ja? Es geht darum, hier das Becken nach oben zu bringen. Immer wieder. Genau. Wunderbar. Die ist fies, ich weiß. Come on. Wir schaffen das. Gemeinsam. Come on, awesome crew. We got this. Jawohl. Hier ist schön. Immer schön. Oh ja. Gleich haben wir es. Oh. Der Bauch brennt immer so schön, Wahnsinn. Wenige Körperteile brennen, so wie der Bauch. Vielleicht auch noch die Schultern, bei mir zumindest. Puh, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir jetzt unsere Reverse Crunches gemacht. Machen als nächstes unsere Side Planks. Also wollen das einfach nur halten. Was heißt einfach nur halten? Das ist nicht ohne. Gehen hier auf unsere Knie, damit wir auch wieder ein bisschen Gewicht ablassen. Und dann wollen wir unsere Hüfte strecken und uns hier auf unseren Ellbogen stützen, ja? Der Ellbogen befindet sich unter den Schultern und hier wollen wir schön den Bauch trainieren, okay? Die seitliche Bauchmuskulatur, damit wir da schön stabil sind. Da richtig schön halten. Genau. Wenn es runterzieht, halten. Spürt es richtig hier, okay? Wie der Bauch arbeiten muss. Ja! Jawohl. Und langsam runterlassen. Sehr schön. Puh. Gut, dann tauschen wir die Seite, machen das gleiche natürlich nochmal links, dass wir da keine Disbalancen bekommen und auch dieses Workout ist so erstellt, dass wir keine Disbalancen haben. Wir trainieren immer, zum Beispiel wenn wir den Bauch trainieren, trainieren wir auch den Rücken, ja, damit wir da nicht irgendwie in blöde Haltungen kommen. Das ist ganz wichtig bei so Workouts, dass man nicht nur eine Sache trainiert und dann irgendwann so aussieht, wenn du die Brust trainierst, musst du auch die Schultern trainieren, die hintere. Okay, auf geht's. Plank, andere Seite. Wieder schön gestreckt halten. Hier, up. Genau, Spannung halten. Die Hüfte ist schön gestreckt. Hier spüren wir es. Jawohl, cool. Schon über die Hälfte. Sehr gut. Jawohl.
Kommt, halten. Es zieht uns runter, als wäre da irgendwas. Ich weiß, aber wir halten durch. Come on. Ja, und langsam runterlassend. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Classic Crew, nur noch eine Übung und haben wir dieses 20 Minuten Workout durchgezogen. Und die letzte Übung werden unsere Planks sein. Wir haben die Seite links und rechts und jetzt machen wir nach vorne, okay? Und hier wollen wir wieder auf die Knie, nicht wieder das komplette Gewicht, auf die Knie nur. Und dann uns auf den Ellbogen schützen und es dann halten, okay? Auf geht's. Wichtig ist Bauch anspannen. Aktiv anspannen, okay? Jawohl. Bauch aktiv anspannen, wie gesagt, nicht einfach durchhängen lassen, sodass der Po schon oben bleibt. Genau, Crew. Jawohl. Gleich haben wir es, komm, nur noch die letzten 10 Sekunden in diesem Workout. Wir haben es gleich geschafft, komm. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, yes, yes. Das war's. Klasse Leistung, Crew. Oh, wir haben es gepackt. 20 Minuten Workout durch. Finished. Großartige Leistung. Richtig, richtig gut. Jetzt nochmal kurz locker ausschütteln. Wollen wir langsam runterkommen. Klasse Leistung, Crew. Die ganzen 20 Minuten haben wir durchgezogen jetzt. Jetzt wollen wir noch ein ganz kurzes Cooldown, okay? Einfach, um die Regeneration schon mal einzuleiten. Und dazu werden wir ein paar Dehnübungen machen, ganz locker. Erstmal hier die eine Seite, machen wir so einen lockeren Schulter-Stretch, okay? Dann tauschen wir, machen mal die andere Seite, um uns einfach zu belohnen, ja, dass wir morgen merken, hey, ja, die Regeneration läuft schon besser. Also wenn man jetzt einfach aufhören würde, ohne irgendwas zu machen, dann würde in unserem Körper, jetzt gehen wir hin, dehnen uns so zur Seite, ja, hier schön nach, zur Seite dehnen, mit die Seite aufzudehnen, dann sind so Abfallstoffe, wenn es brennt, dann ist so Laktatsäure in unserem Blut, ja, bei den Übungen, immer dann, wenn das Brennen auftritt. Wenn wir jetzt einfach aufhören würden, dann würde das schlecht abtransportiert werden. Hier schön die Dehnung spüren, genau, abtransportiert werden. Und dann heißt es, wir erholen uns schlechter, haben dann mehr Muskelkater und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wollen wir uns langsam die Regeneration mit diesem Cooldown anleiten. Genau, gehen jetzt hin. Hier versuchen wir unsere Zehen zu berühren. Wenn ich ganz hinkomme, kein Problem. Wichtig dabei ist, dass wir den Rücken gerade halten, okay? Genau. Rücken gerade halten, nicht ins Hohlkreuz, da kommen wir alle, beziehungsweise in den Rundrücken, da kommen wir alle runter, ja? Schön hier gerade. Genau. Langsam. Hier schon spüren, wie es gedehnt wird. Genau. Wunderbar. Dann schütteln wir uns, wie gesagt, nochmal langsam aus. Und dann haben wir es auch schon. Mal hier noch einmal den hier für unseren Quadrizeps vorne. Hier ist es wichtig, nicht den hier zu machen, sonst verfehlen wir irgendwie den Sinn dieser Übung, sondern hier schön gerade bleiben, versuchen den Po zu berühren. Wenn es nicht geht, kein Problem. Das gleiche auf der anderen Seite. Mit der Zeit wird es besser werden. Genau. Wunderbar. Gut, das war es jetzt nun. Klasse Leistung, Crew. Wie gesagt, richtig, richtig spitze. Das ganze Workout haben wir jetzt gemeinsam durchgezogen. Fühlen uns gut, wie gesagt, etwas müde, aber gut. Und wenn ihr dieses Workout regelmäßig macht, werdet ihr merken, wie viel besser ihr euch fühlen werdet. Wie schnell ihr stärker werden werdet. Und dadurch dann auch andere Workouts machen könnt. Und das ist natürlich immer ein Erfolgserlebnis, wenn man merkt, hey, vor einer Woche konnte ich das noch nicht oder vor 2 Wochen konnte ich das noch nicht. Und jetzt fällt mir das so einfach, kann sogar anderes machen. Das ist großartig. Und allein dieses Körpergefühl, das kommen wird. Deswegen macht es hier regelmäßig und... Genau, das war's von diesem Workout. Crew, vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir hier das durchgezogen habt. Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam fällt uns das einfacher und deswegen ist das hier eine großartige Sache. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und aktiviert diese Benachrichtigungsglocke, damit ihr Bescheid gesagt bekommt, wenn es ein neues Video gibt. Like-Button drücken,
Kommentare da lassen gerne, wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn ihr mir sagen wollt, was ihr euch für die nächsten Workouts wünscht. Da freue ich mich immer und da antworte ich allen Awesome Crew. Wir sehen uns im nächsten Workout. Nicht vergessen, stay awesome und bis dann. Haut rein. Peace.